Guten Tag zu einem weiteren Video. Und zwar einfach ein kurzes Update-Video, was so passiert ist. Und zwar, das wird ein ganz kurzes Video, denke ich. Aber das sage ich immer, dann wird es doch lang. Ich habe eine Story gemacht, wo ich dieses super tolle Mittel von Liqui Moly, so ein Hydrostößel-Additiv, quasi einfach nur ein Bild von gemacht habe und habe den 7er im Hintergrund gehabt. Und ich habe keine Ahnung, bestimmt 15 oder 20 Nachrichten bekommen. Ey Digga, funktioniert das? Und da habe ich gesagt, ich habe es gerade reingekippt. Es kann sein, dass das jetzt direkt weg ist, ja. War es auch gewesen. Aber bei mir war es mehr der Fall, wenn ich morgens ins Auto bin oder nachmittags, wenn er lang gestanden hat, und dann gestartet, dann hat er erstmal getickert, bis die Hydros quasi vollgelaufen sind und dann hatte ich Ruhe gehabt. Und dann irgendwann hat er angefangen, ganz leicht im Leerlauf, auch wenn er dementsprechend schon Öldruck etc. hatte, zu tickern. Also nicht dieses extrem laute Hydro-Klackern, sondern ganz leichtes, helles Tickern. Dann habe ich mir das Mittel hier bestellt, das kostet glaube ich 7 Euro oder irgendwas. Ich packe den Link einfach in die Videobeschreibung unten rein. Könnt ihr das über Amazon Prime ganz locker bestellen. Und das jetzt reingekippt und habe das jetzt, boah, keine Ahnung, 4-5 Tage drin. Und habe seitdem nichts mehr. Also wir können ja mal kurz anmachen, ne? Weil ich will jetzt nicht einfach nur was erzählen, dass ich was erzähle. Also ich kann auch die Haube aufmachen, ne? Motor läuft einmal frei, extrem leise. Das einzige, was man jetzt vielleicht ein bisschen gehört hat, sind die Einspritzventile. Und zwar gehe ich von aus, dass Nockenwellensensor kaputt ist. Das war auch damals das Problem, weil Albi hat zum Beispiel gemeint, ey, wenn Kurbelwellensensor kaputt ist, läuft er trotzdem. Also, nee, der ist damals ja ausgegangen, wo wir das Video gemacht haben. Ne? Macht der ja gut, dann ist Nockenwellensensor wahrscheinlich kaputt und dann fangen die Einspritzventile leicht an zu klackern. Das ist das, glaube ich, das einzige Geräusch, was ich noch habe. Das werde ich dann auch noch tauschen, dann habe ich hier Ruhe. Aber wie gesagt, also nicht, keine 10 Euro mit Versand, glaube ich, waren es gewesen. Eine Flasche kippt man einfach rein. Fertig. Klar, wir haben ganz viele geschrieben, meinst du, das funktioniert beim M40? Wenn die Hydros kaputt sind, was sie wahrscheinlich werden, ne? Bei so einem 30 Jahre alten Auto mit 300.000 Kilometer etc. auf der Uhr und halt nicht so geile Qualität, weil die Dinger, die Hydros sind nicht so der Hit vom M40. Da könnt ihr das gerne mal probieren, aber ich glaube nicht, dass es wirklich was bringt. Hier bei meinem 52 gehört selbst einfach frei, perfekt. So, dann mache ich das Ding erstmal wieder aus und wir gehen zum Golf. In der Zeit, wo wir quasi am E30 rumgeschraubt haben, haben wir von, was war das, Donnerstag auf Freitag? Ne, Mittwoch auf Donnerstag. Habe er halt dann halt noch bei mir daheim ewig lang gehockt und gebabbelt und halt das ein oder andere alkoholische Mixgetränk zu uns genommen. Und dann war es dann auch irgendwann mal 8 Uhr in der Früh und dann haben wir gesagt, wir gehen jetzt mal schlafen und dann fangen wir vormittags, mittags haben wir ganz locker und machen noch die Ansaugbrücke. Ne? Ich bin auch, wie gesagt, um 8 dann ins Bett. Dann hat, glaube ich, um 9 Uhr der Hund von meiner Vermieterin übelst Radau gemacht, weil er allein gelassen worden ist. Ist ja nichts Schlimmes. Bin dann irgendwann wieder, glaube ich, um 10 dann eingeschlafen. Irgendwann war ich wach, weil mein Handy die ganze Zeit gebarabbelt hat. Also hat die ganze Zeit vibriert und Radau gemacht. Gucke ich drauf. Keine Ahnung, 8 Uhr dann noch mehr Anrufe in Abwesenheit von meinem Bruder. Da war es, glaube ich, 11 Uhr oder sowas, wo ich dann davon wach geworden bin. Hab den total zerstört, also ich glaube, da hast du gerade nochmal angerufen, bin total zerstört, bin ich dann da dran und so, ja, ey Michi, dir ist jemand ans Auto gefahren. Ne? Und meine erste Frage war gewesen, ist er Schrott? Bitte ist er Schrott, dass dieses Teil einfach weg ist. Nein, ist nicht kaputt, war nur ein Parkrempler. Und ich habe im Hintergrund schon einen da diskutieren hören, bis zum geht nicht mehr, dass der Schaden schon vorher war und weiß der, keine Ahnung, ich war nicht dabei. Aber jedenfalls, mein Bruder hat mir gesagt, Alter, wer gegen den Reifen gefahren und die Stoßstange ist kaputt. Ne? Da sieht's hier dieses geile Loch hier, da hat sich der Stoßstangenhalter durchgedrückt. Ne? Dann hier ist er auch total verkratzt, also die Stoßstange ist Schrott. Brauchen wir nichts drüber reden. Ich bin aber ehrlich, ich wäre, wenn ich das Auto abgebe, wäre ich fragen, ob ich das Schrottteil bekomme. Weil für die Versicherung ist das Schrott, für mich nicht. Ich kann das reparieren, dann verkaufe ich die Stoßstange. Damit kann ich nochmal ein paar Euro machen. Jedenfalls, mein Bruder ist dann rumgekommen. Ich gucke mir das an, da ist der Dicke, der hat mir die Seitenwand eingedrückt. Man sieht es nur ganz leicht, ich weiß nicht, ob man es auf der Kamera erkennt. Die Seitenwand fällt hier nach innen hin ein.
Also, klar, der ist nur gegen den Reifen gefahren und wir sehen, der Reifen ist hinter der Seitenwand, ne? Und der hat ja nicht so ein kleines Auto, wo nur du gegendrückst, sondern das ist ja ein großes Gerät. Und der ist dann halt hier dagegen gefahren und hier dagegen gefahren und ist so lange rückwärts gefahren, bis er gegen den Reifen gefahren ist. Oder beziehungsweise gegen die Felge, weil die Felge hat auch irgendwo einen Kratzer dran. Ja, und dann hat er quasi gemerkt, da ist hier was, ne? So, jetzt geht die ganze Scheiße erst richtig los. Ich habe dann bei der Polizei angerufen, weil ich meinen Bruder gefragt, hast du die Bullen angerufen? Ja, die waren da. Und ich habe direkt gefragt, hat der vor Ort unterschrieben, dass er schuld ist? Nee, hat er nicht. Und da wurde ich direkt hellhörig, ne? Weil dann, das ist, also ich kann euch nur sagen, wenn ihr einen Unfall habt, ruft immer die Bullen. Ne? Also wir mögen es meistens nicht, aber für die Geschichte sind sie unabdinglich, weil die kommen dann, nehmen ein paar Beweise auf und dann tun die meistens, weil so Sachen, das ist ja relativ easy, der ist gegen ein geparktes Auto gefahren, der ist schuld. Wenn ihr das nicht macht, ja, und der dann nach 3 Wochen oder die oder wer auch immer nach 3 Wochen dann sagt, ja nö, das war ich nicht. Viel Spaß, das zu beweisen. Deswegen immer Polizei anrufen, normalerweise, so kenne ich es, dann wird auch direkt... Fotos gemacht. Ja, da wird Fotos gemacht und dann wird eine, also nicht Ordnungswidrigkeit oder weiß ich, hey, irgend sowas wird erstellt und dann muss eine Strafe bezahlen. Das sind 35 Euro, es gibt keinen Punkt, nichts. Auch wenn die Karre wirklich Schrott ist, aber dann seid ihr schon mal auf der sicheren Seite. Dann gibt es eine Fallnummer etc. oder ein Aktenzeichen oder wie auch immer das genannt wird. Und da steht dann drin, ja, der und der, Unfallverursacher, dritter Adresse, Wohnadresse, Kennzeichen und da steht drin, Schuldfrage geklärt nicht. Bei mir ist es Gott sei Dank geklärt. Ich habe nämlich angerufen und gesagt, ey, mein Bruder hat gesagt, der muss nichts bezahlen, der hat nichts unterschrieben. Ja, ja, ist alles in Ordnung, Schuldfrage ist geklärt, der ist ihnen gegen das Auto gefahren, der hat eindeutig Schuld. Das ist schon mal Punkt 1. Punkt 2 ist aber, der Mann ist davon fest überzeugt, dass dieser Schaden hier vorher nicht gewesen sein sollte. Das Auto steht einfach nur dumm hier rum, ich mache damit nichts. Das Auto war immer in einem guten Zustand und im Golfvideo sieht man, glaube ich, auch die Seite, also... Der Schaden war definitiv nicht vorher gewesen. Ich habe auch mehr gedacht, das bringt jetzt auch gar nichts mit dem Typ zu diskutieren. Ich gehe zum Anwalt, was ich prinzipiell auch jedem immer empfehlen würde. Ne? Jeder sagt dann, oh, Anwalt kostet doch Geld. Wenn ihr nicht schuld dran seid, ne? Also wenn ihr dementsprechend von der Polizei dementsprechend schon gesagt bekommen habt, hier der andere ist schuld an der ganzen Geschichte, bezahlt die Anwaltskosten komplett die gegnerische Versicherung. Das heißt, wenn ihr es nicht macht, werdet ihr blöd. Warum sollten wir zum Anwalt gehen? Aus einem ganz einfachen Grund. Der Anwalt kann viel, viel schneller euer Geld einfordern. Der kann richtig Druck machen bei der Versicherung. Hat Akteneinsicht bei der Polizei. Also ich persönlich, wenn ich jetzt zur Polizei gehe und das wäre noch in Bearbeitung, ich kriege die Akte nicht. Ich kann nicht einsehen, wie heißt der, wie heißen die Zeugen, die Bilder, Unfallbericht, Gutachter, Dritter, tralala. Das siehst du gar nicht ein. Wenn das abgeschlossen ist, funktioniert das. Aber wenn du einen Anwalt hast, der hat immer Akteneinsicht. Das heißt, du hast schon mal auf alles einen Zugriff. Nummer 2 ist, was auch ganz viele nicht wissen, wenn das Fahrzeug jetzt weggeht, für zum Reparieren, also erstmal muss es ja ein Gutachter sich das angucken, dementsprechend Schadenshöhe deklarieren, das geht an die Versicherung, das Auto geht in die Werkstatt, die Versicherung deckt oder sagt zu, dass sie diesen Versicherungsschaden decken wird, etc. Alles gut, aber das wird... Also ich gehe von aus, also ich werde auch Druck machen, dass sie diese Seiten dann nicht probieren zu reparieren, sondern dass sie das austauschen sollen. Mir scheißegal. Ich weiß nicht, irgendwie wird es gehen. Dann sollen sie das reparieren, richtig, fachmännisch. Und in der Zeit habe ich ja dieses Auto nicht mehr. Dann kriege ich pro Tag, keine Ahnung, Kompaktklasse, ich weiß nicht, was ich würde mal schätzen, vielleicht 30 Euro oder sowas, kriege ich pro Tag 30 Euro, wo ich das Auto nicht nutzen kann. Oder ich kann natürlich auch sagen, ey, das ist das einzige Auto, was ich habe. In der Zeit, wo das Ding kaputt ist, will ich einen Leihwagen. Da könnt ihr bei Sixt oder wo auch immer, kriegt ihr ein Auto aus derselben Kategorie, ne, kriegt ihr dementsprechend bezahlt von der gegnerischen Versicherung. Wissen ganz viele nicht. Ich hatte damals bei meinem E39, der mir kaputt gefahren wurde, habe ich einen niegelnagelneuen A6 mir ausgesucht, hat die Versicherung komplett bezahlt. Dann habe ich mir eine E-Klasse genommen für einen Tag und dann hat meine Anwalt gemeint, also Herr Müller, brauchen Sie überhaupt das Fahrzeug? Und so, ne, ich habe mir noch ein anderes Auto. Ja, ja. Wir müssen schon da so 90 Euro pro Tag bekommen, wenn sie das nicht nehmen. So, was? Direkt bei Sixt angerufen, ich bringe euch die Karre abgestellt. Und das kann man machen bei Totalschäden, also wenn die Karre komplett Schrott ist, maximal 4 Wochen. Ne? Und dann kann man sich ausrissen, 30 Tage mal 90 Euro. Cash. Nicht irgendwie versteuern oder sonst was. Das ist euer Geld.
Ne? Und dann mit dem Geld habe ich mir einfach ein neues Auto gekauft, in Anführungszeichen. Ne? Also ich habe den Schaden von mir 39 bezahlt bekommen, also Totalschaden. Dann die Kohle, mit dem Geld konnte ich mir ein E61 ohne weiteres kaufen. Bei dem wird es natürlich nicht so viel sein, aber jetzt kommt noch das größte und dritte Problem. Wertverlust. Das Auto ist geleast. Ich habe dadurch einen Wertverlust, weil das jetzt offiziell einen Unfallschaden hat, das Teil. Und das macht bestimmt mehrere tausend Euro aus. Und in dem Leasingvertrag steht ja drin, was für Konditionen oder was für ein Zustand beziehungsweise was für ein Wert das Auto nach diesen 2 Jahren haben muss. Und mit diesem Schaden ist er natürlich deutlich drunter und dann werde ich richtig heftig zur Kasse gebeten. Und da habe ich keinen Bock drauf. Und deswegen muss ich jetzt, ich war noch nicht beim Anwalt, muss zum Anwalt gehen und muss dementsprechend fordern, dass dieser Wertverlust von der gegnerischen Versicherung bezahlt wird. Weil das Auto geht in 2 Monate zurück und ich habe keinen Bock, dass ich wegen dieser Scheiße, ne, so wie es ist, auf Deutsch gesagt, am Schluss noch bis nicht 2000 Euro Wertverlust bezahlen muss oder noch mehr. Wird bestimmt eine längere Geschichte und wenn euch das interessiert, was dabei rauskommt und wie man vielleicht so Sachen angehen kann, kommentiert es runter. In diesem Sinne, das habe ich gesagt, kurzes Video, schau, bis zum nächsten Mal, kommentieren, abonnieren und hasst den Golf, hasst ihn einfach.